Die Erzählung davon, dass Israel ein Kolonialstaat sei oder dass das israelische Militär mit kolonialen Praktiken vorgehen würde, ist sehr oft eine geschichtsrevisionistische Erzählung, wo nicht die tatsächliche Geschichte der Entstehung Israels oder des gesamten Landflecks in diesem Gebiet betrachtet wird, nicht zum Beispiel dazu erzählt wird, dass vor der Staatsgründung Israels dort britisches Mandatsgebiet geherrscht hat, dass nicht dazu erzählt wird, dass noch früher, also dass es keinen palästinensischen Staat gab, der durch eine israelische Besatzungspolitik entmachtet oder kolonial erobert wurde, sondern dass es eine komplexe Geschichte gibt und ein komplexes Geschehen in dieser Region der Welt. Die Erzählung ist auch eine solche, die Jüdinnen und Juden per se auf der Seite des Bösen, auf der Seite der Täterschaft verortet und auch nicht den Zusammenhang zur Shoah, den Zusammenhang zu den Verbrechen der Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen gegen Jüdinnen und Juden mit in die Geschichte der Gründung des israelischen Staates einbezieht. Also was in dieser These, dass Israel ein Kolonialstaat sei, auch betrieben wird, ist eine Bedienung eines ganz simplifizierenden, dualistischen Weltbildes, was nur Gut und Böse kennt und hier mit diesem großen historischen Begriff von Kolonialismus auch versucht, das Geschehen im Nahen Osten einzuordnen als den Kolonialstaat Israel auf der einen Seite und das unterdrückte Volk der Palästinenser auf der anderen Seite. Ergänzend kann man vielleicht hier dazu sagen, dass es durchaus Praktiken in Israel, in der israelischen Politik gibt, beispielsweise die Siedlerpolitik, die problematisch ist und zu problematisieren ist, die hier Praktiken darstellen, die durchaus auch auf Rassismus fußen und anderen strukturellen Benachteiligungen, aber meiner Meinung nach und historisch nicht vergleichbar sind mit dem, was im Kolonialismus passiert ist. Israel als Apartheidsstaat zu bezeichnen, ist historisch und auch aktuell faktisch falsch, insofern als dass es keine staatlich regulierte rassistische Segregation in Israel gibt. Also der Vorwurf ist ein sehr großer und sehr lauter Vorwurf, der aber sich nicht an den tatsächlichen faktischen politischen Strukturen in Israel belegen lässt. Also es wird hier eine Konstruktion aufgemacht, eine ja, Imagination extremer rassistischer Praktiken, die in Israel so nicht stattfindet. Es gibt in Israel jüdische, christliche, muslimische Bürger und Bürgerinnen, denen allen potenziell der Weg offen steht, jedes Amt im Staat zu bekleiden. Und das ist auch faktisch so. Also es gibt sowohl arabische wie jüdische Ärzte, Ärztinnen, Muslime beim Militär und so weiter. Das heißt nicht, dass Israel ein Staat ist, in dem es keinen Rassismus gäbe, kein Staat ist, in dem es nicht strukturelle Diskriminierung gäbe, so wie in den meisten anderen Staaten, eigentlich allen anderen Staaten auf der Welt auch. Aber es ist ganz wichtig, hier zu sehen, dass der große historische Vorwurf von Apartheid ja auch verharmlosend gegenüber tatsächlicher Apartheid, wie es sie in Südafrika gab, ist. Vorwürfe oder Bezeichnungen von Gaza als Konzentrationslager oder andere Vergleiche mit nationalsozialistischen Verbrechen sind nicht nur geschichtsrevisionistisch, sondern sie machen auch etwas, was man eigentlich als antisemitische Verschwörungserzählung einstufen muss, nämlich der Vorwurf, dass Jüdinnen und Juden nach den Verbrechen, die ihnen im Nationalsozialismus angetan wurden, jetzt so eine Art Racheplan, eine Art Vergeltungspläne schmieden würden und die gleichen Praktiken gegen die jetzt von ihnen Unterdrückten anwenden würden. Also hier werden in alter antisemitischer Manier Opfer zu Tätern gemacht, in einer Art und Weise, wie man es in Bezug auf den NS sehr einfach als antisemitisch entlarven kann, wenn eben diese NS-Bezüge sehr deutlich vorgebracht werden, die aber auch auf anderen Ebenen funktionieren, indem man Jüdinnen und Juden vorwirft, sozusagen Vorteile aus den an ihnen vergangenen Verbrechen zu ziehen und sich in der einen oder anderen Weise über Medienkontrolle, über angebliche Gelder, die sie dadurch lukrieren können, über eine Vormachtstellung in der Welt, die ihnen angeblich aufgrund der historischen Verbrechen zugute käme, hier Vorteile schlagen würden. Das schließt natürlich auch an die Erzählung des Jüdinnen und Juden und damit auch Israel und der israelische Staat extrem übermächtig sein
und so eine Art Weltherrschaft oder Kontrolle anstreben würden und hier ja die Praktiken der schlimmsten Menschheitsverbrechen anwenden würden. Ein Satz noch ergänzend: Die Vorstellung davon, dass Gaza ein Konzentrationslager ist oder in einer harmloseren Variante ausgedrückt ein Freiluftgefängnis, ist natürlich auch problematisch, weil das nicht den Fakten entspricht, weil es keine Besatzung in Gaza gab seit über 15 Jahren und weil Israel hier sozusagen auch nicht verantwortlich ist für das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung, das vor allem von der Terrororganisation Hamas hervorgerufen wird. Also es ist auch eine Verschiebung der Debatte hin zu einer Haltung, die alle Probleme und alle Ursachen von Problemlagen in Gaza im Juden vermittelt als dem israelischen Staat sieht. Parole Stop Genocide ist der Vorwurf gegen Israel, eine gezielte Tötung von Palästinensern oder dem palästinensischen Volk anzustreben, die allerdings historisch nicht haltbar ist und auch faktisch nicht, wenn man sich anschaut, was wie ein Genozid definiert wird. Also ein Genozid ist ein Verbrechen gegen eine Gruppe an Menschen, die einer bestimmten Ethnie oder einer bestimmten Religion zugehörig sind. Also das wäre in diesem Fall ein gezieltes Verbrechen an Muslimen. Dieses Verbrechen findet so nicht statt. Wir befinden uns in einem Krieg, der sehr komplex ist und der auch sehr viele zivile Opfer auf Seiten der Palästinenser fordert, die auf jeden Fall zu kritisieren und zu problematisieren sind. Allerdings kann das Vorgehen der israelischen Armee in keinem Sinn als Genozid begriffen werden, weil es hier in diesem Vorgehen nicht darum geht, gezielt eine Gruppe von Menschen auszulöschen. Das ist auch ein sehr unterkomplexes Begreifen dieses Konfliktes, der sehr selten, also sehr selten die Geschichte einbezieht, sehr selten die verschiedenen Rahmenbedingungen dieser Handlungen einbezieht und nicht konkrete militärische Aktionen in Kritik nimmt, sondern sehr auf das allgemeine Vorgehen Israels und hier im Prinzip auch das Recht auf Selbstverteidigung des israelischen Staates hinterfragt oder generell in Frage stellt. Ein Genozid wäre ja ein Angriff gegenüber einer Bevölkerungsgruppe mit dem Ziel, diese auszulöschen und diese auch aus ethnischen Gründen sozusagen auszulöschen, also eine ethnische Gruppe gezielt anzugreifen. Was in diesem Vorwurf dann letztlich implizit verschwiegen wird, ist, dass es historisch Verbrechen an Muslimen und Musliminnen gibt, die sehr viel mehr Opfer gekostet haben und die zum Beispiel innerarabisch auch durchgeführt werden. Also sei es der Konflikt von oder die Angriffe Saudi-Arabiens gegen den Jemen, wo Hunderttausende muslimische Menschen gestorben sind, die aber in der Erzählung des Genozids gegen die Muslime nie vorgebracht wird, sondern hier ein weiteres Symptom von Antisemitismus eigentlich ist die einseitige Schuld oder diese einseitige Erzählung als die Schuld der Juden, der Israelis darzulegen. Der Spruch Free Palestine from German guilt oder auch from Austrian guilt, wie es auch hier in Wien an die Straße, an den Universitätscampus gesprüht wurde, bedient einerseits die Erzählung, dass die Unterstützung auch des österreichischen und deutschen Staates gegenüber Israel nur aus einer historischen Pflicht erfüllt würde. Also einerseits wird hier der aktuelle Vorgang des Konflikts als eine historische Reaktivierung oder ein Widerspielen historischer Ereignisse dargestellt. Und gleichzeitig wird natürlich ein Vorwurf vorgebracht, den wir ursprünglich eher im neonazistischen oder in rechtsextremen Kreisen kennen, nämlich der des Schuldkultes. Also die Idee, dass oder eigentlich der Wunsch nach der Tilgung historischer Schuld und Verantwortung von österreichischer und deutscher Seite. Das ist etwas, was gerade nach dem Ende der NS-Zeit eine sehr verbreitete Idee oder auch ein sehr großer Wunsch der sehr breiten Bevölkerung war, der Wunsch, die NS-Verbrechen zu vergessen, der Wunsch, keine Reparationszahlungen tätigen zu müssen, der Wunsch, keine Verantwortung nicht nur für die historischen Verbrechen, sondern auch in der Nachwelt tragen zu müssen und einen Schlussstrich zu ziehen. Nicht nur wird aber in dem Spruch
dieser Schuldkultvorwurf bedient oder der Wunsch nach Tilgung historischer Verantwortung bedient, sondern es wird auch eine Verschwörungserzählung gesponnen, dass Jüdinnen und Juden heute noch von den Verbrechen, die an ihnen begangen wurden, profitieren würden, indem sie so eine Art internationale Solidarität, so eine, ja, letztlich Kontrolle der Weltmächte hätten, weil sie sozusagen ihrem eigenen Leiden pochen könnten und da in der einen oder anderen Form mächtig oder starke Wirkung haben könnten. Damit einhergeht auch ganz oft der Vorwurf oder die Idee, dass die israelische Politik die Medien auch in Europa kontrollieren würde und die Darstellung des Nahostkonflikts von Israel kontrolliert werden würde. Diese Parole hören wir sehr oft und schon seit vielen Jahren auf pro-palästinensischen oder auch anti-israelischen Protesten, auch hier in Europa. Gemeint ist damit die Freiheit Palästinas zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer, was also das gesamte Staatsgebiet Israels bedeutet. Diese Freiheit ist gleichzeitig oder in der Schlussfolgerung die Forderung der Verdrängung von Jüdinnen und Juden aus diesem Gebiet. Es ist die Forderung, manchmal ausbuchstabiert sozusagen, die Jüdinnen und Juden ins Meer zu treiben, auch an historische antijüdische Legenden, Verbrechen anknüpfend. Also dieser Ruf, der sehr harmlos klingt und nach einem Befreiungswunsch klingt, ist tatsächlich der Ruf danach, ein Palästina zu gründen, was ohne Jüdinnen und Juden existiert. Und es ist der Vernichtungswunsch gegenüber Israel, dessen Existenz hier sozusagen in Frage gestellt wird.